Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock. Wir sind, ja, wo sind wir eigentlich? Irgendwo, nirgendwo, irgendwo in Rapture sind wir. Genau da oben hängt irgendwer. Da hängt wer? Wahrscheinlich er hängt. Jawohl, der ist er hängt. An einem Strick. So, da kommt und Wasser rum. Eines Tages haben sich die jungen Herren einfach nicht mehr gemeldet. Oh. Wie schade. So, dann hacken wir das Ding mal. Und dann würde ich sagen, kaufe ich mich frei. Hä? Kaufe ich mich frei? Nee, eigentlich habe ich gemeint, dann heile ich mich an dem Ding. Kaufe ich mich frei. Naja, egal. So. Da. Und nochmal so eins, so ein geiles. Jawohl. Zack. So. 10 Dollar. Obwohl, eigentlich haben wir ja noch genau so viel Leben, wie man normalerweise hat, wenn wir nicht dieses Leben-Booster, diesen Leben-Bonus gemacht hätten. Oh, wisst ihr was, da mache ich es doch nicht. Ja, da oben hängt wer runter, aber der interessiert mich gerade relativ wenig. Wo müssen wir überhaupt hin? Oi! Okay, nicht mehr weit. Oh ja. Ah, wisst ihr was? Das ist ja einmal frei. Zack. So, und da haben wir wieder. Jetzt haben wir volles Leben und Verbandskasten. Ach stimmt, wir hatten beim letzten Mal, das ist jetzt 3 Tage her, als ich das letzte Mal Bioshock gespielt habe, da hinten oder so irgendwie 2 Verbandskästen gefunden. Das heißt, meine Damen und Herren, hier hinten dran wird es ordentlich abgehen. Deswegen speichere ich jetzt vorne dran einfach nochmal ganz hart ab. Entschuldigung. Anklopfen. Atlas hat mir schon gesagt, dass du gerne eine Einladung in die Fischfabrik hättest. Du spinnst wohl. Wenn du mir allerdings eine Forschungskamera aus dem Büro des Hafenmeisters besorgen könntest, würde ich das mit der Einladung schon hinkriegen. Was war das? Du sitzt in der Scheiße, mein Freund. Und warum? Boah, wo ist die hin? Alter, was ist das für ein Vieh? Hä, was war denn das? Ich komme mich irgendwie kurz nicht bewegen. Wieder, scheiß Tussi. Ich wechsle lieber mal auf die Shotgun. Wo ist denn die Bitch? Komm runter, Spast. Wo ist sie denn? Ui, komm her. Wo ist denn die Alte hin? Ah, da ist sie wieder. Ja, verdammte Scheiße. Wie schnell bewegen die sich, die Alte, ey? Wo ist denn die jetzt hin? Den schaffst du nicht. Sieh mal auf den nach. Da findest du was, was dich wieder auf die Beine stellt. Und jetzt schnapp dir die Kamera und fotografiere die Dinger, die an der Decke rumkrabbeln. Dann lass ich dich auch in die Fischfabrik rein. Ein Granatwerfer. Mein Freund, wenn sie auch nur danach riecht, dass du was mit Fontaine zu tun hast, mache ich dich kalt. Atlas legt zwar seine Hand für dich ins Feuer, aber ich lass dich trotzdem nicht aus den Augen. Kapiert? So, jetzt könnten wir uns hier mal heilen. Ein erwachsener Mensch, der Angst vor Geistern hat. Fontaine ist seit Monaten tot und jeder weiß das. Hype Rapture hat immer noch Angst vor ihm. Sogar Ryan, Herrgott nochmal. Naja, mach dir darüber keine Gedanken. Auf uns wartet Arbeit. Wer ist denn dieser Fontaine, wenn ich mal fragen darf? Ich weiß es gar nicht. So, die werden tot. Ich lade nach. Ja, so, ja. Gut, der Kampf gegen die Olle gerade, der war wieder scheiße von mir, aber so langsam gewöhne ich mich mehr und mehr an das Kampfsystem. Ich brauche irgendwie relativ lange, um mich hier einzufinden. Kommt immer noch durcheinander mit. Wir könnten mal Eve-Spritzen kaufen. Mit dem,
wie heißt es, mit dem Wechseln zwischen den Plasmiden und den normalen Waffen und dann, also mit rechts zwischen den Wechseln, mit Mausrad dann so wechseln, das ist für mich immer noch verwirrend. Wo ist der Kollege hin? Boah, fuck, fuck, fuck. Das ist blöd, der Atlas, der ist zu leise. Ich habe jetzt nicht verstanden, was Atlas gesagt hat. Oh, fuck, wir brauchen Heilung. Der ist uns voll erwischt mit der Granate. Aber, oh, kein Whisky. Oh, scheiße. Nice. Zigaretten brauche ich nicht. Oh, schau mal hier mal rein, aber wir... Naja, eigentlich, ne? Ja, eigentlich können wir gar nichts tauschen. Wir hätten gar nichts, was wir tauschen können. Wer ist denn da? Ich speichere mal gerade wieder. Ja, ist ein bisschen blöd. Wenn der Atlas ab und zu mal was sagt, ist der super leise. Versteht gar nichts. Hatte der nicht so Granaten dabei? Ach, ich weiß nicht, Jim. Wo geht's denn hier hin? So. Ach, da geht's gar nicht durch. Also, wir sollen jetzt diese... Wow, fuck! Alter! Oh, keine Munition mehr in der Pistole. Na, verdammter Scheißdreck hier. Boah, leck. Die mal mit den Granaten. Alter Vater. Keine Pistolenkugel mehr. Ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass ich zu viel die schwachen Waffe einsetze. Ich, ist eigentlich bei mir jetzt bei Bioshock schon die ganze Zeit so. Ich versuche immer... Boah, fuck. Wo sind die alle? Wo sind die hin? Selbst gesprengt oder was? Ist bei mir eigentlich die ganze Zeit so. Versuche überall, wo es geht, Munition zu sparen. Und dann, naja, spiele ich die ganze Zeit mit der schwachen Waffe. Oh, eigentlich ist die Pistole auch ganz cool. Wow, eine E-Spritze und ein Verbandskasten. This is fucking awesome. Schrotmunition, stimmt, die Shotgun. Na doch, die Shotgun habe ich eigentlich schon, glaube ich, öfter eingesetzt als MG. Hier ist noch ein Verbandskasten. Wuhu, jetzt haben wir schon wieder 9 Verbandskästen von 9. Kiste mit Granaten, die ist leer. Jeha. Da geht's nochmal weiter. Ich gehe mal davon aus, dass da dann auch noch irgendwas sein wird. Jawohl, oh, so eine Kassette. Na, die will ich eigentlich gar nicht. Ah, da geht's um diesen Fontaine. Leiche. Oh, da ist noch Dollar dran. Oh, schade. Ach, wisst ihr was? Zack. So. Und Antipersonen. MG-Munition. Mir fällt gerade ein, ich habe bisher die Special-Munition noch gar nicht eingesetzt. Bei Bioshock 2 habe ich das immer gemacht. Was war denn das? Das ist irgendwie ungünstig gerade. Dass die jetzt über mir sind. Scheiße. Fuck. Wieso sind die jetzt über mir? Oh, wo kommen die Spasten denn her? Die haben jetzt aber nicht gerade irgendwie dazu gemacht oder sowas, ne? Nee, haben sie nicht. Take that, bitch! So, jetzt können wir auch wieder aufstehen. So, sehr gut. Boah, den haben wir schön. Ui, sieh mal an! Ah, schade, jetzt sind die Splicer tot. Das hätte Action gegeben. Big Daddy hat die Splicer weggefickt. So, jetzt ist die große Frage: Killen wir jetzt die Little Sister oder nicht? Die Little Sister. Erstmal den Big Daddy, ne? Da wird er schon böse, der Kollege. Hier hat man irgendwie nicht so viel Platz, will ich mal glatt behaupten. Ist da was? Wir versuchen es einfach mal. Ich habe doch gerade gespeichert, oder? Komm, zur Sicherheit. Bevor ich doch nicht gespeichert habe. Speichere ich nochmal. Und dann probieren wir das einfach mal. Ach, wir könnten vielleicht mal... Wie setze ich denn die panzerbrechende Munition ein? Scheiße. Das wäre eine Idee gewesen.
Sehr interessant, dass der mich nicht trifft mit seiner geilen Waffe. Also es ist nicht jeder Big Daddy so wie der letzte da gewesen war. Der dann die ganze Zeit... Oh, wow, wow, wir hatten gar keinen Eve-Scheiße mehr. Der dann die ganze Zeit mit seinem verfickten Scheiß... Der damit die ganze Zeit mit seinem Rohr da... Mann, nein, jetzt bin ich... Oh, Scheiße! Das ist das erste Mal, dass ich verreckt bin, oder? Du bist in einer Vita-Chamber wiederbelebt. Nee, fick dich. Ich werde nicht in einer Vita-Chamber wiederbelebt. Ich lad wieder neu. Kein Bock da, Vita-Chamber. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir verreckt sind. Aber ich habe auch nicht richtig aufgepasst. Das ist so blöd, wenn man sich hier auf den Kampf konzentrieren will und gleichzeitig noch was labert. Weil irgendwie... Was ist denn los? Da mach doch. Also... Weil mir geht's auch immer so, dass ich hier überall an jeder Ecke und Kante hängen bleib. Wenn ich da rückwärts irgendwo rumrenne. Moment, jetzt machen wir zuallererst mal die panzerbrechende Munition rein. Wie geht denn das? Davon liegt noch was. So, Pistolenkugeln, die können wir jetzt eh nicht gebrauchen. Egal. Steuerung anpassen. Übernehmen, ne, Tastenbelegung. Wie ging denn das? Ja. Equipment müsste das doch sein. Nächste Munition. Mausrad klicken oder Q. Das heißt... Alter. Ah ja. Oh, an die Person. Ja, das ist keine Person so wirklich. Was haben wir denn noch? Schrot. Da haben wir aber... Was ist denn ionischer Schrot? Was bringt denn der? Explosivschrot hört sich aber schon mal gut an. Würde ich jetzt mal... So ganz. Ach so, scheiße, der muss dann immer. Entschuldigung. Ja, so, jetzt haben wir es aber. Jetzt den normalen Schrot. Oh, der Elektrobolt wirkt aber nicht lang bei den Kollegen. Hm, scheiße. Der wirkt ja quasi nur für einen Schuss. Das ist ja mal freaky. Oh, jetzt stehe ich wieder. Scheiße. Was sind das jetzt? Zwei oder was? Was ist denn da? Wer ist denn der andere da? Oh, gerade noch einer, oder? Alter, wie viel Medipacks brauche ich denn hier? Oh, scheiße, ich bin schon alt. Was ist denn das? Da war doch noch einer. Ja, der Typ mit den Granaten, der ist schon... Der Big Daddy hier mit den Granaten, der geht schon ab. Aber ich habe hier natürlich auch eine scheiß Position, Alter. Oh, nee, den wollte ich nicht laden. Mann. Naja, also ich glaube, irgendwie bringt mir der Elektrobolt nicht so viel, weil der sofort wieder fit ist, der Kollege. So, das bringt doch schon mehr. Oh, Digga! Ja, jetzt kommen die bei mich in die Ecke, ey. So, jetzt killen wir den mal. Und dann wechseln wir auf den Granatwerfer. Da bin ich mal gespannt, wie der so ist. So, diesmal sieht das hier doch schon besser aus. Und das gibt's doch nicht. Ich will immer Verbandskästen sparen. So, jetzt meist noch einmal. Und bei diesem Mal schaffe ich es, versprochen. Der ewige Kampf gegen den Big Daddy. Verdammter Scheiß, ey. Das gibt's gar nicht. So, wo sind wir? So, Explosivschrott bitte. Mahlzeit. So, jetzt schon den ersten Verbandskasten. Nein, jetzt habe ich nicht getroffen oder was? Ist ja gar nicht. Boah, Alter, der Kollege ist so übel mit seinen verfickten Granaten, ey. Wo ist er denn jetzt? Da vorne ist eine Granate. Wo ist denn er? Ist er abgehauen oder was? Oder vorne kommt. Was ist mit der Granate da los? Diese explodiert die nicht. Nee, da wollte ich hin. Boah, super, da habe ich wieder so ein Ding in die Fresse gekriegt. Ah, bitch, take that. Mit seinen blöden Granaten.
das jetzt? Das hat mich geschossen, ey. Oh, leck. Also irgendwie ist der Big Daddy hier wesentlich stärker als der letzte, aber ich habe auch hier so keinen Platz. Das ist so blöd. Naja, ich versuch's einfach nochmal. Wer will, kann auch abschalten. Ich werde jetzt den Part so lange laufen lassen, bis ich das geschafft habe. Und dann ist Feierabend für den Part. Also, sonst werde ich nichts mehr machen in diesem Video. Also, falls es jetzt noch 10 Minuten geht, dann habe ich 10 Minuten gebraucht, um den Kollegen zu ficken. Das ist so brutal mit diesen verfickten Granaten. Komm, Gucci-Goo. So, jetzt will ich aber den anderen Schrot haben. So, was? Jetzt kommt hier noch einer. Ein Schuss und tot. Awesome. Ja, schmeiß wieder deine Granaten. Ja, ich hätte sollen direkt hier rausgehen. Das ist viel einfacher. Hier hat man viel mehr Platz, um den Kollegen irgendwie zu bearbeiten. Weil da drin in dem Gang ist es so bekloppt. Dann steht der mal direkt vor einem und solche Sachen, ey. Das ist blöd. Hier ist es viel einfacher. Und jetzt haben wir ihn auch platt gemacht. Also das war jetzt echt scheiße gelaufen. Die ganze Zeit. Und weil es so scheiße gelaufen ist, beuten wir die auch aus. So, da ist ihre Adam-Spritze. Was ist denn da unten? Ah, kommen wir jetzt aber nicht dran. Der hatte Geld dabei. Und eine Nietenpistole. Ja, super. Wieso kann ich die nicht mitnehmen? Ja, ist immer blöd. So, hatte die Alte noch was am Start? Ne, aber der, ne? Jawohl, sehr schön. So, ich könnte hier mal gerade wieder die E-Spritze reinpfeifen. Und dann wechseln wir hier mal wieder auf die Pistole, würde ich sagen. Da haben wir mittlerweile wieder 4 Kugeln. So, da außen rum, nicht, dass hier jetzt irgendwas explodiert oder so. Ist ja blöd. Und dann speichern wir erstmal wieder. Und das war's dann mit Let's Play Bioshock für diesen Part. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Bis dann, bleibt dran und tschüss.